In diesem Video werde ich drei in U-Bahn-Station 9. September 2019 aufnehmen. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Firma QHS zu gehen Sachen. Ich heiße Genossen Altitas und heute geht es um das Thema Streit in U-Bahn-Station in München von der Höhe. 9. September 2019 und so weiter. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, dann empfehle ich den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, los geht's jetzt. Und jetzt geht's los. Du, ja, was bist du denn hier? Was bist du denn? Was sagst du jetzt? Was willst du hier? Ja, ich würde sagen, dass du hier von einer Frau nicht eine Frau anfassen darfst. Was für Frau anfassen? Nein! Natürlich darf ich sie anfassen! Meine Freundin, ja? Ballback. Wir sind in Do. Olim, wir sind. Olim, ich bin Türke, ja? Ey, wir sind nicht in Türkei, wir sind in Deutschland. In Deutschland, nicht in Türkei. Du bist Türke, Lan? Deine Fresse jetzt. Verschwinde jetzt von mir. Hier. Hä? Deine Fresse. So zieh ich dich zu Therese Höhe. Willst du es? Nein. Ich wollte von hier nach Hause. Ach so, okay. Du, hä? Ich kenne dich von irgendwo. Woher kennst du mich denn? Du kennst mich nicht. Olim, ich kenne dich von einer Messerattacke. Du, ich hab dich beobachtet, wie du Leute attackiert hast, gestochen hast. Ekelhaft, was du gemacht hast. Deswegen bist du jetzt bei mir. Deswegen hast du mich hergeholt, oder was? Ja, hab ich. Warum bist du? Und dann bin ich hier gekommen. Was? Und jetzt sagst du einfach, ich bin hier bei uns, auf einmal sagst du, verschwinde von hier. Ja, ich bin ein Pranker, weißt du? Weil ich gebe dir gleich eine. Mach die Kippe jetzt aus. Was für Kippe, denn? Was für Kippe? Olan, was für Kippe, denn? Junge, ich sag dir, diese Kippe da, die ist an. Mach die sofort aus. Verstehst du es? Ja, ich verstehe es. Und was jetzt? Mein Gott, was ist das jetzt? Für eine Scheiße jetzt? Was schreist du jetzt? Der Zorn ist jetzt! Ich verstehe es jetzt. Was du meinst? Die Kippe mache ich nicht aus, ja? Du willst die Kippe nicht ausmachen, hä? Ja, ich mache die Kippe nicht aus, ja? Ich mache nicht die Kippe aus. Also meine, was ist jetzt hier? Du hast Leute gestorben. Das war richtig ekelhaft, was du gemacht hast. Deswegen bist du jetzt bei mir. Ich bin bei dir, alles klar. Wenn du mich nicht brauchst, dann gehe ich einfach nach Hause. Du bleibst schon hier! Gut, dann bleib ich hier. Du hast meine Freundin angefasst. Vor ein Jahr, 2018. Was willst du denn da? Natürlich hab ich's gesehen! Wirklich nicht! Du hast mich richtig sauer gemacht! Mein Gott! Was ist jetzt von mir, hä? Was ist so? Ich schlag's dich. Willst du Stress, hä? Okay, wenn du Stress willst. Sitz dich, nein! Was kommst du mit? Was sollst du mich? Du Bastard. Was schuckst du jetzt, du Penner? Bei meinem Penner Dämme? Woran Dämme? Du hast
Du hast mich sauer gemacht, okay? Was ist jetzt mit dir los, Junge? Was, hey? Was hältst du mal an? Was willst du jetzt von mir? Was willst du von mir? Hä? Ich will, dass du die Kippe ausmachst, das will ich. Was willst du von mir? Was willst du? Hä? Was willst du jetzt? Hä? Was willst du? Mein Gott, was willst du von mir? Hä? Wunderschön, gleich meine Cousins. Wunderschön, alle meine Cousins. Und dann gibt's richtig Stress. Willst du es? Mein Gott. Wenn du Stress bist, dann steh auf und schlag mich. Komm. Wenn du mit mir Schlägerei willst, dann komm. Ich will eh mit dir Schläger, weißt du? Aha, du bist die Pichterei. Okay, komm, steh auf. Okay? Du hast dich einfach... Du hast nicht anders verdient, ja? Du willst also nicht anders, ja? Wenn du wirklich stolz bist, dann komm. Aua, mein Kopf. Ja, ich hab dir gesagt. Du sollst keine Leute abstechen, du Ekelhafter. Hör mal, ekelhafter Devil. Ich nehme es, ne? Wo hast du das plötzlich her? Sag ich dir nicht. Das Geheimnis. Oder? So viele Besser. Wenn du wirklich willst, wenn du wirklich Gürtel hast, dann musst du diesen Trick können. Guck hier. Hast du Gürtel? Sehr gut. Und mach mal nach. Ja, so einfach. Wenn du wirklich Gürtelschläge willst, dann heißt es das da. Ich bekomme bald ein Kind. Und wenn du mein Kind was antust, dann hau ich dich wirklich richtig. Hast du vielleicht verstanden? Ich hau dich dann. Ich will dein Kind doch nicht antun, du Penner. Penner, hä? Okay. Wir werden schon sehen. Ja, wir werden schon sehen. Hallo Polizei. Zwei Männer liefern hier am Strand auf Höchstlöcher. Bitte kommen Sie schnell. Okay, bleiben Sie ganz ruhig. Ganz ruhig, wir kommen dann, okay? Bis gleich. Aber du hast nur einen Gürtel. Du hast nicht etwa ein Schwermesser. Ja. Weil ich dich jetzt absteche. Du hast mich abgestochen, hä?
Was ist jetzt? Der sah Kippe aus! Ich hab nichts gemacht! Der sah gerade nur Kippe aus! Okay. Kommen Sie ein bisschen runter! Wo zählt denn das Tier? Ich hab die Blut am Bauch. Er hat mich mit dem Messer abgestochen. Schiss von mir. Bleiben Sie ruhig. Ja, du Frau Polizistin, was willst du? Verschwinde. Was ist so? Ey, seien Sie nicht so frech, ja? Seien Sie nicht so frech zur Polizei. Seid du nicht so frech zu mir, ja? Lass meine Freundin sofort ruhe, ja? Guck, sie mag, sie liebt mich viel mehr als dich. Sie hasst dich. Was ist jetzt, hä? Okay, 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 es reicht, es reicht, es reicht. Wieso ich? Er muss festgenommen werden. Aber sie haben vor einem Jahr Leute mit Messer attackiert und sie hoffen, wir haben nach ihnen gesucht. Sie haben sich hier, ein Jahr später, im September 2019, haben sie sich hier aufgewacht. Und deswegen bin ich sie festgenommen. Ja, was ist jetzt? Mein Gott. Okay, Taken September 2019 ist halt Schule. Freunde, jetzt geht's mit Schule los. Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen, Robert und Herr Edgar. Und für dich, Tim, ist morgen Erdbeerprüfung. Nachdem die Schüler nach Hause gehen, HPT gehen und so weiter. Verstanden, Tim? Ja, ich hab sie verstanden. 7. E, ne? 7. Tim. So, Schüler, setzt euch einfach hin. Tim, setz dich sofort! Ich hab ein Video gesehen. Jemand hat ein Video gesehen. So, wie ich mit dem bekannten Mann, der Leute gestorben hat, ein Messer hatte, der haben wir. Geschlägert. Der hat sich nicht aufgehalten. Er wurde nicht gefunden. Aber ein Jahr später, am 9. September 2019, also gestern,
schon. Da war schon der Mann hielt sich am Bahnhofsschwanztor höher auf. Ein Tat ist gestern passiert. Sie haben einen Tat gemacht? Ja. So, Schüler, ist vorbei. Tims Eltern sind schon da, also. So, in Deutsch hat er 4 plus. Tut mir leid. Tim, kannst du mir erklären, warum du 4 minus hast? Ich kann es nicht erklären, wirklich. Baustelle hat er 5 minus. Es tut mir so leid, aber muss jetzt sein, dass er 5 minus hat. Tim, was soll denn Mist jetzt? Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Tut mir leid, 6 minus 6. Warte. Weil es schlecht war. Er hat diese Richtung. 17 plus 1 hat er einfach 16. Da hat sich gesagt 6. Also wirklich gut aufgepasst. Trotzdem kriegt er Ärger von uns. Hat er 9 minus? Du hast Note 9 minus. Das ist noch schlimmer als 6. Ja. Tim, wenn du die 10, Note 10 plus oder so hast, dann bist du raus aus der Schule. Dann bist du kein Schüler mehr. Nichts. Ich dachte, ich habe zu.
9 wieder. Dann die Note 10 plus erreicht, dann darf man nie wieder zur Schule. Dein Ernst? In meiner Schule ist so, ja? Mein Gott, kein Schwachsinn, Mann. Ich hab 9 minus. So, ihre Tochter hat in Deutsch. Mathe 6, Deutsch 4 minus. Plus. Und Note. Und die Ergebnisse sind 10 plus. Also sie hat die Note 10 plus erreicht, das heißt, sie ist keine Schülerin mehr. Ich darf nie wieder zur Schule, keine Arbeit. Wenn man die Note 10 plus erreicht, dann bedeutet, wo gehst du andere Schule und diese Schule. Da darfst du niemanden besuchen, weißt du? Keine alte Schule, alte Klasse und so weiter. So. Anders. Ja. Note 10 plus. Bei Tim ist anders. Bei ihm, wenn er den 10 plus erreicht hätte, dann darf er nie wieder Schule, nie wieder arbeiten. Freunde, ich beende das Video. Gebt das Video dann nach oben, damit ihr
mein Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann werde ich empfehlen, den Daumen nach oben zu tun. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, wie ich am Anfang gesagt habe, dann würde ich empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, tschüss.